Ja, hallo, hier ist wieder euer Aquapainter. Willkommen, liebe Modellbahnfreunde. Ja, was haben wir gerade gesehen? Das Versprochene aus dem letzten Video. Ich hatte gesagt, okay, ich zeige euch, wie die Testfahrt verläuft. Natürlich ist jetzt hier ein Stückchen mehr Strecke schon dran. Das hatte ich im letzten Video noch nicht, und zwar der untere Teil. Ich habe damit einen kleinen Beweis angetreten, dass wir unsere Spur Z durchaus als kleine Bergbahn gebrauchen können. Ich habe ja, wie ich geschrieben habe, die BA74 eingesetzt, die keine Haftreifen drauf hat, aber ich habe mir jetzt was bestellt, und zwar dieses Bullfrog irgendwas noch, werde ich euch auch mal ein Video zu bringen, das müsst ihr jetzt irgendwann mal hier einbrudeln bei mir, diesen flüssigen Haftreifen, die möchte ich bei der BA74 und bei den BA89 Loks zur Anwendung bringen. Da haben ja die mittleren Räder von diesen drei Antriebsrädern, die unten drunter sind, ja keine Stromaufnahme, und die sollen dann diesen flüssigen Haftreifen drauf kriegen. Bullfrogs Not, oder wie das hieß, irgend sowas war das. Ja, aber da will ich jetzt mal so gar nicht groß eingehen, weil das hatte ich ja wieder erst bestellt. Das kommt irgendwann, das will ich ausprobieren. Ich habe zwar kein Problem, wie wir gerade gesehen haben, ich habe hier 8 Hänger dran gehangen, aber mehr ist besser. Beziehungsweise wenn die Waggons, also vielleicht mal kurz dazu, ich will später wahrscheinlich sowieso keine 8 Waggons fahren, das ist mir eindeutig zu viel für diese Bahn. Da werden wahrscheinlich 5 Waggons dranhängen oder sowas in den Loks, und an dem BA89 vielleicht 3 oder 4. Mehr finde ich optisch überhaupt nicht schön, viel unpassend, sind riesenlange Züge auf dieser kleinen Strecke. Also bei 3 Meter ungefähr brauche ich das nicht. Ja, und da soll ja sowieso noch Licht rein in die Waggons. Und dann ist das ja alles sowieso ein kleines bisschen, ja, wie soll ich sagen, schwerer zu ziehen für die Loks, weil ja dann die Stromabnehmer noch mit rankommen. Und dann brauche ich ja ein bisschen mehr Power, als ich vielleicht auch bekomme von der ganzen Geschichte. Und ja, deswegen sollen die ruhig ein bisschen Power kriegen. Was mir sehr, sehr doll geholfen hat, das waren ja die 5-poligen Motoren. Die haben doch irgendwo, finde ich, ein wesentlich besseres Fahrverhalten als die normalen 3-poligen. Mit dem brünierten Gestänge habe ich ja nur auch, bin ich komplett umgestiegen bei meinen Dampfloks. Außer bei der BA38 noch nicht, muss ich mal gucken. Also das ist egal, da schaue ich, muss ich so umbauen auf 5-poligen Motoren noch, das kommt auch noch. Aber da kommen wir später nochmal zum Thema. Was wir jetzt hier sehen, das brauche ich auch nicht groß zu erklären, das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht in den vergangenen Videos, aber das ist die Strecke, die nach unten führt. Jetzt in die unterste Ebene rein. Praktisch da, wo später der Hauptteil der Bahn sich befinden soll. Der Bahnhof und die Industrien und wie auch immer, was da alles hinkommt. Ich hatte es ja auch schon mehrfach erwähnt und auch angesprochen, dass ich ja sowieso mit den mit der Bahn als solches freibaue. Das heißt, so wie mir es gerade in den Kopf kommt. Und so verfahre ich nach wie vor mit der Bahn. Und genauso baue ich auch. Das heißt, ich probiere, ich mache, ich bastel. Das sieht man ja in den Videos nicht so, dass ich da ständig irgendwas probiere, bevor ich jetzt zum eigentlichen Bauen komme. Das heißt, ich jetzt dieses Teil hier gebaut habe, mit der relativ starken Kurve, habe ich zig Versuchsaufbauten gemacht, um zu testen, kommt die überhaupt damit klar, kommt die den Bogen rum, kommt die den Bogen rum mit Steigung, wie funktioniert es, wie viele Waggons passen hinten dran und so weiter und so fort. Weil das sind ja doch teilweise ganz schöne Anstiege, wenn man das mal so sich dann anguckt auf dem auf der totalen mal irgendwie. So, jetzt sind wir bei dem Verlöten oder Anlöten der Gleis Anschlüsse. Das hatte ich ja in anderen Videos auch schon gezeigt. Ich habe es hier halt nochmal mit reingefügt, weil ich das mal wieder interessant selber finde. Was mir aufgefallen ist, was man selber nachher irgendwie sehen wird, ist, dass die Bahn wahnsinnig viele Stromanschlüsse bekommt. Ich habe wirklich alle 2 oder sagen wir mal 3 Schienenstränge, Stückchen,
kommt ein Gleisanschluss, Stromanschluss ran. Hat natürlich den Vorteil, bei Sachen, wo ich mir noch jetzt gar nicht so einig bin, kann ich ja später das Gleis zertrennen mit dem Dremel, mit einer kleinen Flex oder sowas. Und habe immer wieder Stromeinspeisungen dazwischen, wo ich dann ja entsprechend wieder dann meinetwegen eine Kehrschleife einlöten kann oder wie auch immer. Das ist übrigens recht niedlich hier. Dieser Prüffix, ein geniales Teil. Das habe ich neulich bei eBay gefunden, hatte ich einfach mal einen Durchgangsprüfer gesucht. Dieses Ding ist so einfach, du misst damit einfach nur den Strom, ob der da lang fließen kann oder nicht. Ich brauche ja keine Stromstärke, die ich wissen will oder irgendwas anderes, sondern lediglich ist der Anschluss ordentlich verlötet. Oder zum Beispiel bei mehreren Schienen nacheinander ist der Kontakt auch richtig da. Ja, da messt du auf der linken Seite, misst du auf der rechten Seite, erledigt. Hier sehen wir das übrigens gerade da unten drunter, die Strecke, die jetzt natürlich nach unten führt, was wir am Anfang des Videos ja gesehen haben. Das ist das, was zur unteren Ebene führt und was man später auch nicht sehen wird. Das heißt, ab da, wo eben die kleine BA89 stand, wenn man sich das gerade reingezogen hat, Moment, ich will mal ganz kurz gucken, da oben an der Weiche dahinter, da wo der kleine Holzklotz da jetzt gerade verschwindet, da, Entschuldigung, da kommt ja das Tunnelportal hin. Und ab da ist die Strecke weg, also hinter dieser Weiche hier praktisch. Ja, hier mache ich jetzt gerade die Weiche rein. Da hinten kommt ein ausziehbares Gleis hin, weil mir hat ungefähr so ein halber Zentimeter gefehlt. Habe ich zwar vorher alles ausprobiert, aber wir hatten es ja schon mal Theorie und Praxis. Sind jetzt prinzipiell zwei verschiedene Paar Schuhe. Und da habe ich dann böse feststellen müssen, ups, da fehlt mir ja ein halber Zentimeter. Was machen? Du kannst ja jetzt hier nicht da die ganzen Schienen immer ein Stückchen weiter auseinander machen. Jedes Mal Millimeter bis nach fünf Schienen auch. Bei 5 mm, die sollten ja schon irgendwo ziemlich klapp aneinander liegen, ansonsten hast du ja nur dieses unsaubere Bild. Und deswegen habe ich mir jetzt einfach das ausziehbare Gleis genommen und gut hier ist gewesen. Ja, jetzt habe ich die Weiche angeschlossen. Ich habe oben die Drähte, die Federstahldrähte wieder reingesetzt. Das hat mir in den anderen Videos auch schon mal gehabt, obwohl ich habe es ja mal erwähnt, ich will ja mal noch ein direkt eigenes Video dazu machen, wie das Ganze im Detail aufgebaut wird. Und hier sehen wir es, hier unten ist der Antrieb und da läuft er auch links, rechts und hier oben sehen wir auch, also die Videos, die man so doll zoomt oder so doll rangeht wie hier, da siehst du jedes bisschen wackeln, da möchte ich mir mal entschuldigen ein bisschen dafür, aber es geht halt teilweise nicht anders, da oben ist der Antrieb, muss ich dann bloß beim Einschottern sehen, hier unten sehen wir es nochmal im Detail, wie es aufgebaut ist, im Grunde genommen spricht das ja auch schon alles für sich, ich find diese Antriebe super. Die haben ja die sechspoligen Anschlüsse hinten dran, wo man dann auch die Weiche mit Strom versorgen kann später. Da will ich auch mal schauen, da will ich meine Signalsteuerung drüber bringen. Hier übrigens, das ist wieder das Video, was wir am Anfang auch gesehen haben, zumindest ein Teil davon. Und zumindest am Anfang haben wir einen Teil, hier sehen wir es ein bisschen länger. Dieser Bereich, wo wir jetzt gerade fahren, der ist nachher nicht zu sehen. Da will ich vielleicht so kleine Arkaden reinmachen, wenn doch mal ein Zug entgleist oder irgendwas passiert da unten. Ich komme ja gar nicht mehr ran. Die Platte ist ja von unten zu. Und deswegen kommt da irgendwas ran. Alles noch unsichtbar, wo wir gerade fahren. Erst ab hier vorne, da wo der Weichenantrieb ist, noch ein Stückchen weiter vor. Ab hier sehen wir den Zug wieder. Und alles, was drunter ist, ist unsichtbar. Und das wäre ja auch keine schöne Strecke, wenn wir da jetzt hier so dreistufig da durch die Gegend fahren. Aber wie gesagt, das ist dann wie unsichtbar. Kleine Arkaden unten rein. Ich habe da auch verschiedene Ideen, wie ich da später noch rankommen kann. Was ich da alles so reinbauen werde, was da irgendwie dann als Wartungsklappen dient oder irgendwas in der Art. Da muss ich wirklich mal sehen, wie ich gesagt habe, die Bahn entsteht hier Stück für Stück nicht am Reißbrett, sondern in der Praxis. Das ist mir persönlich wichtig gewesen, weil nur so habe ich wirklich wesentlich mehr Spaß an der Anlage und ich kann bauen, wie man es gerade in den Kopf kommt. Und wenn ich eine Idee habe, Mensch, hier könnte ja noch einen Abzweig rein, hier könnte noch eine Weiche hingesetzt werden, dann mache ich es halt. Erwähnen muss ich vielleicht, dass wir mit dem Bauabschnitt 1, ich bezeichne mal so, das ist praktisch der hintere Teil der Bahn, bald fertig sind. Hier oben links, hier jetzt, wo ich stehen bleiben werde, kommt hier die Brücke hin. Und da kommt dann noch ein kleiner Bahnhof. Und wenn dieser Bereich hier abgeschlossen ist, hier nach diesem Klötzchen da links, dann werde ich das Gelände anfangen da hinten.
und werde mich von hinten der Bahn bis nach vorne durcharbeiten. Dann wurden die Kabel alle ordentlich verlegt und dann wird alles von hinten nach vorne gebaut. Aber da will ich mal im Video 10 drauf zu sprechen kommen, wie ich das geplant habe, wie ich das machen werde. Ich danke auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn du mich noch nicht abonniert hast, das vielleicht zu machen. Ein Daumen nach oben, Kommentar. Freut man sich immer, wenn da mal was Positives kommt. Und dann sage ich erstmal, mach schön gut, bis zur nächsten Folge, dein Aquapainter aka Uli. Und tschüssi.